Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von NHL 19 auf meinem YouTube-Channel. Es ist soweit, heute ist der 14. September, ich habe das Spiel jetzt auch endlich. Leider hat GameStop es gestern noch nicht rausgehauen, nachdem ich angerufen habe. Aber gut, was soll man machen? Jetzt ist es auf jeden Fall da, NHL 19, wir können durchstarten. Heute zum Start der DL-Saison werde ich euch nochmal, ja, jetzt gerade im Livestream auf Twitch, also wenn ihr da Interesse daran habt, schaut gerne mal vorbei, www.twitch.tv/evo2k. Dort könnt ihr mir dann beim Zocken zuschauen. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier in diesem Livestream ein bisschen uns mal das Spiel anschauen und eben das Ganze dann auf YouTube hochladen. Ja, eigentlich habe ich ja geplant, dass wir quasi den DL-Saison-Modus starten. Allerdings sind dort die DEL-Kader noch nicht so wirklich auf dem neuesten Stand. Deswegen werden wir dort noch ein bisschen warten. Bis dahin werden wir uns die Zeit dann mit dem Ultimate-Team-Modus ein bisschen breitschlagen. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir gucken uns Hockey-Ultimate-Team mal an. Gucken, was wir da so für ein Team zusammenbekommen. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, weil ich glaube, seit dem Release oder wenn man seit NHL 15 ein paar Spiele gekauft hat, dann hat man richtig gute Spieler jetzt zum Start hier bekommen. Und die werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal anschauen, wen wir da bekommen. So, hier auch. Grüße gehen raus an The Crackers, der gerade hier im Stream zuschaut. Download fehlgeschlagen, bitte versuch es erneut. Sehr schön. Dann gucken wir halt nochmal. Wenn der Download fehlgeschlagen ist, gucken wir uns das nochmal an. Es sieht besser aus. Lädt zwar trotzdem sehr, sehr lang, aber es sieht besser aus. Ja. So. Hier sehen wir es doch. Willkommen bei Ultimate Team. Spiele mit deinen Lieblingsspielern. Erhalte exklusive Belohnung. Verbessere dein Fantasy-Team. Drücke X. Um mit dem Aufbau deines Ultimate Teams zu beginnen. Ich hätte gerne diese Wayne Gretzky-Karte und Marc Messier. Das wäre sehr, sehr geil. So, Teamname. Wahrscheinlich Kölner Hai ist hier sowieso wieder vergeben. Ich probiere es aber trotzdem jedes Jahr, ob Kölner Haie geht. So, hier geht's schon los. Müssen wir es mit OE schreiben. Wenn Kölner Hai nicht geht, nehme ich mir mit der Kölner EC. So, K-E-C. Teamname existiert bereits. Dann nehmen wir Kölner EC. Das hat eigentlich die letzten Jahre immer geklappt. Ah, Kölner EC funktioniert. Sehr schön. So, mein Starter-Pack. Dann gucken wir mal rein. Was wir für tolle Spieler bekommen, die wahrscheinlich nie spielen werden. So, schon mal das Sharks-Logo, das Sharks-Trikot, die Sharks-Arena, weil ich habe die Sharks wieder eingeschaltet. Nick D'Onofrio, hier der Friseur von Sheldon Cooper. Geile Spieler, vielleicht kennen wir irgendeinen hiervon, aus der DL vielleicht jemand. Aber es ist immerhin sortiert hier. Joachim Ryan. Dylan DeMelo. Ich glaube, der ist jetzt zu den... Ist der nicht jetzt wechselt? Oh, da ist es eine Legende. Rick Smith. Wir haben eine Legende. Sieht zumindest so aus. Ja. Das ist doch schon mal toll. Wir haben eine Legende. Ist jetzt zwar nicht so der Knaller. Kenne ich nicht. Aber nehmen wir natürlich. So. Wer ist denn unser Torwart? Da, Johannes Jönsson. Joa, geil. So, Ziel und Meilensteine. Ah, das ist neu. Ja, Fortran. Öffne ein Pack. Da gibt es 500 Coins für. Belohnung. 90 gesamt ein Leihspiel. Okay, die Leihspiele sind auch neu. Das kenne ich nur von FIFA bis jetzt. Aber ist doch ganz toll, dass es jetzt auch so Sachen gibt. Dass mir auch so Ziele erfüllen müssen, dafür dann Coins erhält. Wechsel einen Spieler in der aktiven Aufstellung ein. Alles klar. Ja. Komm, holen wir uns mal die 90 Coins an. Ab, natürlich. Ich hätte jetzt gern
meine Belohnung. Hier stand da eben was von Belohnung. Ja, das ist hier, das sind halt wieder diese Herausforderungen, die man abschließen kann. Schließe das Spiel ab, ja. Nein, will ich jetzt nicht. Nein! Nein, ich will nicht! Ihr könnt mich nicht dazu zwingen. Ich will erstmal ein Team aufbauen, Mann. Ja, wie ist es denn bekloppt hier? Zurück. Bin noch gar nicht dazu in der Lage. Laber nicht, muss ich jetzt ernsthaft. Oh, ich muss jetzt ernsthaft hier diese Herausforderung abschließen. Na gut. Dann schließen wir mal diese Herausforderung ab. Geil. Golden Knights, Las Vegas, das Überraschungsteam schlechthin. Ja, wer von euch ist denn alles Eishockey-Fan hier? Wer von euch guckt sich denn die Spiele auch mal in der Arena an? Also ich gehe heute zum Beispiel natürlich zum DEL-Saisonauftakt der Kölner Haie gegen die Augsburger Panther. Ich habe auch richtig Bock drauf. Ich werde auch so früh losfahren, weil ich einfach so eine Vorfreude habe. So, gucken wir uns jetzt mal an hier. Ich muss mal einen Schluck trinken gerade. So, also ich jetzt hier mit einer Mannschaft, wo ich keinen von, immerhin haben wir mal das Bulli gewonnen schon mal. Also welche Schwierigkeit das ist hier. Ha, da ist er drin, aber ich denke mal, die Schwierigkeitsgrad wird wahrscheinlich relativ gering sein. Weil es halt die erste Herausforderung ist. Und ich vorstelle, dass die direkt hier einen mega reindrücken. Zumal jetzt, das ist ja ein Spieler hier, dieser Swift. Der hat wahrscheinlich eigentlich nicht so die Schlagschussqualitäten. Aber er haut ihn einfach mal rein. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe dieses Jahr richtig Bock mal wieder auf NHL. Ich habe das im letzten Jahr relativ vernachlässigt. Und dieses Jahr wird auf jeden Fall mehr mit NHL eskaliert. Schließlich ist Eishockey meine absolute Lieblingssportart. Carlsson. Carlsson vom Dach. So, jetzt Rödewald. Und da... Oh, Alter, da holt er den tatsächlich noch mit der Stockhand raus. Demelo. Ah, der geht vorbei. Na gut, aber wir haben 1-0 gewonnen. Sehr, sehr schön. So gehört sich das. So, schließe. Ach, warte mal. Okay. Spiel ich doch noch nicht rum. Eine Minute pro Drittel, jetzt habe ich es verstanden. Ja, gut. Ich dachte, wir sind jetzt irgendwie so eine Minute vor Schluss. Dann machen wir halt weiter. Wollen wir uns mal nicht lumpen lassen hier. Alter, laber nicht, Mann. Flurry. Wie hatten wir den da noch rausgeholt? Gilardi. Scheibe bleibt drin. Haben noch 27 Sekunden. Demelo. Laber nicht. Was ich ja krass fand, ich hab. Alter. Ich hab NHL 18 zum Schluss nochmal Ultimate Team gespielt. Wie günstig da Spieler waren. Da hast du hier so ein Ovechkin für 3000 bekommen. Ich hatte Ovechkin und Crosby in meinem NHL-Team. Habe ich noch nie geschafft. Ich glaube jetzt mal nicht, dass das jetzt auch so ist. Also momentan nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man hier wieder ganz gute Spieler bekommt am Anfang. Ach, ist der Smith nicht diese Legende, der deswegen vielleicht so einen krassen Schlag drauf hat? Jawohl, hier. Boom. So, Grüße gehen raus an Flo Winchester. Schönen guten Morgen. Auch du bist in der YouTube-Aufnahme drin. So, 2-0 auf jeden Fall. Hier mit diesem Top-Team.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt halt, Schwierigkeit konnte ich ja nicht mal einstellen. Das ist ja diese Herausforderung. Und da werden wir auf jeden Fall dieses Jahr viel, viel mehr von zeigen, auch auf YouTube. Ich weiß immer, das ist relativ schwierig, sich NHL anzuschauen. Ich kenne das selbst, aber hier, mir macht das Spiel Spaß. Mir macht Eishockey Spaß und deswegen werde ich das auch hochladen. Ich will es ja sowieso spielen, also kann ich auch eine YouTube-Aufnahme draus machen. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen noch für NHL begeistern. Aber jetzt wieder Smith hier. Alter. Hat er das Ding. Und ich habe eine Strafe. Ich habe eine Strafe. Und die holen den Torwart raus. 16 Sekunden vor Schluss holen die Golden Knights den Torwart raus. Hat er. So, und jetzt Neuenmeier, oder wie er heißt. Neuenmeier. Boom. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ne, Neuenschwander heißt er. Alles klar. So, 6,5 Sekunden. Easy überstanden. 13-0 gewonnen. Läuft. Jetzt laufen wir mal ins Abseits, Mann. So, das war's jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt endlich mal hier unser Team richtig zusammenstellen. Auf jeden Fall habe ich schon mal eine Trophäe bekommen. Schließe das Spiel ab. Gerade so hinbekommen. Leihspieler Joe Thornton, eine 81er-Version. Geil. Hier sehen wir übrigens noch weitere. Hier, absolviere 10 Spiele, schieße 250 Mal aufs Tor, 20 herausfahren. Also man kriegt schon ganz gut Coins hier tatsächlich. Dann eine geile Zusammenfassung jetzt, dass das mit diesen Action-Tracker jetzt hier auf einer Seite ist. Nicht mehr, dass man da erstmal durch die Menüs gehen muss. Finde ich schon ganz cool. So, Spielende hier nochmal die 3 Stars. Ah, das ist der Smith, ist wirklich die Legende gewesen. Na gut, Spiel beenden. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt noch hier bekommen. Ich muss mir erstmal was zu trinken einschütten. So, du hast es geschafft. Geil. Cool. Ich bin so gut. Wechsle einen Spieler in deiner aktiven Mannschaft ein. Dann kriegen wir ein Verbrauchsobjekt. Das ist toll. Ja, ich will meine Belohnung abholen. Her damit. Wahnsinn. Sehen wir uns jetzt an, wie du dein neues Objekt sinnvoll einsetzen kannst. So. Objekteingang. Ah, Alter, habt ihr das gesehen? Ich habe 14 ungeöffnete Packs, wie geil. Alter, dieser... Ich glaube, ich lasse mir den Bart genauso wachsen wie Joe Thornton. Markus Naslund, leider nur 10 Spiele. Werde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht einsetzen. So, ich habe eine Trophäe bekommen mit Legendär. Mann, ey. Ich will doch einfach nur hier mal in dieses Menü rein. Ich brauche ja diese Tutorials nicht, Mann. Sonst hätte ich wohl keine. Wenn ich diese Tutorials bräuchte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Legenden bekommen. Beziehungsweise Topspieler. Alter Schwede. So. Wahnsinn, du hast alle verfügbaren Ziele dieser Gruppe abgeschlossen. Yay! So. Ey, Alter, ich platze hier gleich. Ich dachte schon, FIFA ist schlimm. So, Gratis-Pack. Ein Gratis-Pack. Geil. Das ist wohl jetzt das nur mit diesen blöden Verbrauchsobjekten. Ja, aber wir haben 1250 Stunden Spieler. Und 10... Oh, geil, Mann. Geil, geil, geil. So. Marktplatz. Objekteingang. Münzen einlösen. So. Und jetzt geht's ans Eingemachte. 15 Packs, Mann. 15 Packs. Big Pack Opening. Hier, die Cover-Athlet. Treue-Belohnung. Hier, Treue-Belohnungspack. Guckt euch das an, wie viel Treue-Belohnungspacks ich bekomme. Und die... Schick mich irgendwie mich durch so ein Harakiri-Tutorial. So, erstmal.
NHL 16, Pack öffnen. So, Jonathan Toews, das ist ja gerade meine 80er Karte. Ich dachte, ich kriege jetzt voll die Eskalationskarte, dann ist das eine 80er. Ist ja lächerlich. Ja, alles an meine Sammlung. Ja gut, aber ein Toews ist natürlich schon mal eine nice Sache. Ist wahrscheinlich so eine seiner ersten Karten, die er jemals hatte. Ja, genauso hier Wladimir Tarasenko, auch eine 80er Karte. Aber hey, wir wollen nicht meckern. So, und da müsste jetzt noch Connor McDavid wahrscheinlich eine 80er Karte bekommen. Ha, wie überraschend. Wie überraschend ist das denn? Auf jeden Fall muss ich vor dem nächsten Spiel meine Aufstellung nochmal ändern. Weil ich will keinen Nasslund 90er Karte für so ein bisschen Offline-Spiel hier opfern. So, jetzt machen wir mal auf. Treue belohnt. Nehmen wir mal erstmal die Scheiße auf. Yay, yeah, geil, cool, Hammer, stark, oh, Wahnsinn, fett, krass, Wahnsinn, ich bin echt begeistert. Ja gut, aber immerhin schon mal Verträge. So, jetzt noch die Leihspieler-Legenden-Choice-Pack. Ich hätte gern Wayne Gretzky. Also, dass da jetzt vier Stück drin sind, ist ja mal geil. Das hätte ich mich jetzt nicht gedacht. 10 Spiele. Runde 1. Ah, verbleibende Picks. Jetzt kann ich nur einen davon nehmen. Dann nehme ich den 90er natürlich. Wie geht denn das? Ah. Ja, nehmen wir. Cool. Ja, aber ist doch schön, dass man sich eine aussuchen kann. So, jetzt kommen wir. Wie viel sind das? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 Packs, das ist doch schon mal ein guter Start hier. Jetzt öffnen. Spitzner, Fabian Lüthi. Ja gut, Verträge sind nicht verkehrt. Na gut. Wenigstens mal so ein Knaller hier jetzt, bitte. Ein Spieler, der ein bisschen was taugt. Geil, das Trikot von Lettland. Na, bis jetzt war das aber nur Schrott hier. Raimond Krause. Lin Köping ist cool, das Trikot. Hatten die Haie einige Spieler von unter Vertrag. Niagara Ice Dogs, das Logo ist ja mal geil. Raimond Krause schon wieder, geil. Raimond Krause, ole. Raimond Krause, ole. Raimond Krause, ole. Ey, nur Trikots, Mann. Naja, der Knaller sind jetzt diese Packs hier nicht. Jawohl, ein 82er Spieler, Matt Dumba. Geht doch, wenigstens etwas. Alter, wie sieht denn der aus? Schüler hier oder was? Bild vor der Mathestunde gemacht. Aber Matt Dumba ist doch schon mal. Wir haben schon mal einen 82er Spieler. Ich
Ich glaube, Verträge werden mir in nächster Zeit nicht ausgehen. Das wundert mich ja, dass die USA kein lizenziertes Trikot hat. Sebastian Dahm, den kenne ich sogar. Iserlohn Roosters. Alter, wie sieht der aus? Steffen Thoresen. Hauptsache, er hat noch eine Krawatte an. Bild vom Draftpick wahrscheinlich. So, wir haben schon mal das Auswärtstrikot der Ducks. Und Matt Dumba. Otto Sompi. Fishtown Penguins. Warum kriege ich nicht das Haie-Logo, Mann? Ich krieg das Fishtown Penguins-Logo. Den kann ein Schreppitsch. Ist doch lächerlich. Joachim Niegert. Komm, wenigstens noch mal ein Spieler hier, so der so wenigstens an der 80 kratzt. Das wäre doch geil. Aber nein, hier ist nur Müll drin. Florida Panthers Arena. Geil. Ja, genau. Hier die Bilder mit den Anzügen erinnern einen an Harry Potter. Das stimmt. Oh, das Pittsburgh-Logo. Wenigstens mal etwas. Aber leider nicht verkaufbar. Lalonde kenne ich, aber einen anderen Lalonde. Der Herr Sean Lalonde, der jetzt nach Nürnberg gewechselt ist. Mal gespannt, was er da reißt. Portland Winterhawks-Trikot. Das Salzburg-Trikot. Ja, leider nicht verkaufbar, Mann. Kai Wissmann von den Eisbären Berlin. Den kenne ich auch. So, letztes Pack. Oberkopfler. Naja. Wahrscheinlich müssen wir sagen, wir hatten Glück gehabt mit Matt Dumba. Dass wir ihn überhaupt gezogen haben. So, dann gehen wir jetzt mal auf mein Team. So, dann machen wir jetzt hier... Wie geht denn das? Automatisch auffüllen. Beste Gesamtwerte. Aber der muss raus. So, jetzt müssen wir nämlich... ein bisschen hier auffüllen. So. Spieler hinzufügen. Komm, wir nehmen mal den. Der ist ein bisschen schneller. Oh, ist bereits ein aktiver Spieler meiner Mannschaft. Na gut, dann nehmen wir den halt. Oh, Moment. Könnt ihr bestimmt einen Cheftrainer hinzufügen, oder? Haben doch hier. Eben den ganz coolen Typen da gezogen. Hier. Wer ist denn cool? Wer hat's denn verdient? Raimund Krause, auf jeden Fall. Also wenn einer unser Team zum Erfolg führen kann, dann ist es Raimund Krause. So. So, hat. Brauche ich nicht. Also, alles gut, weil ich muss mal das Fenster zumachen. So. Wenn ihr jetzt ein bisschen was im Hintergrund hört, hier wird jetzt gerade Staub gesaugt vom Mitbewohner. Da oben ist eine 2. Irgendwas muss die 2 ja da bedeuten. So, komm, jetzt machen wir aber nochmal ein Spiel hier. Gegen CPU. Hut herausfordern, Team der Woche, Freundschaftsspiel. Gibt es nicht mehr diese Online- oder diese Ligen? Hut herausfordern, Team der Woche, Freundschaftsspiel. Es scheint nicht mehr diese Offline-Ligen zu geben.
Komm, gehen wir mal hier. Oh, geil, mit DEL kann man das schon machen. Ja, cool. Maximal 2 Strafminuten. Komm, machen wir noch die DEL-Challenge hier in der Folge. Und dann soll es das mal gewesen sein. Nein, Mann. Oh, jetzt spiele ich ernsthaft hier Türkis gegen Dunkelblau. Habe ich zu schnell gedrückt? Ah, nee, doch nicht spielen weiß. Oh, Gott sei Dank. David Wolf hier, Marcel Gotsch und Markus King. Boah, das ist aber geil. Das habe ich schon bei Sultan Neos gesehen im Stream. Schaut mal vorbei in meinen Partnerkanal. Sultan Neos. Der macht auch NHL 19 Uhr auf der Xbox. Geht auch mit den Emotionen ein bisschen besser ab als ich, muss ich dazu sagen. Auch Haie-Fan, also schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ach, das geht wieder in eine Minute. Lempel. Ach Mist, wir müssen ja aufpassen, dass wir nur maximal 2 Strafen hinkommen. So, jetzt Tarasenko. Mist. Horton. Alter. Looking from the corner. Takes it right back. So, nochmal Horton. Das gibt's nicht, Endras. Naja, 44 Sekunden noch. Adler Mannheim's focus has got to be to stay out of the penalty box, but I got to tell you guys, if they do, it's going to be about the first time this year. This team takes more penalties than they should every night. Nein! What a terrific save. Mann. Müssen gleich sehen, dass wir mal das Team umbauen. Scheiße. Vor allem, dass ich mal ein paar mehr Spieler habe, die ich kenne. So, jetzt Dumba hier, unser 82er Gott. Aus den Packs. Und die Lücke. Jonathan Toews. Matt Dumba. Dumba! Jawoll! Matt Dumba, Junge! Den Ball nicht bis zum Schluss. 82er. Sogar ein Verteidiger, Matt Dumba. Wusste ich gar nicht. So, jetzt mal Jonathan Toews. Ein Schuss muss noch kommen. Oh, schade. Nein! Hat der Endras fast einen Fehler gemacht. Hat er mit einkalkuliert. So, was sind eigentlich hier unsere Ziele? Das ist ja easy. Also über die Hälfte der Bullies gewinnen, das sollten wir wohl hinbekommen. So, Horton. Can start the attack going in the zone. He's got it behind the net. Around through the corner. Jawohl, Tarasenko. 2-0. Einfach mal easy. Einfach mal, ganz, ganz easy hier. Völlig souverän. Das 2-0. Die Adler Mannheim. Hoffentlich spielen wir auch gegen die Kölner Haie hier. Oh, Tarasenko. Nein, Endras wieder zur Stelle. So, jetzt wieder der Herr Smith hier. Unsere Legende, die 83er. So they'll have to reset at center.
Der war aber nicht gut. Oh, Markus King, direkt mal hier abgeräumt. Und Joe Thornton wieder. Nein! Hat Joe Thornton wirklich noch 81? Oh, fuck! Ja, vorstellen, Joe Thornton mit 81, Mann. Jumbo. Der ist vielleicht auch nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem. Das wäre einer, ey. Wenn die in die Kölner Haie holen, ich würde so feiern. Das wird zwar niemals passieren, aber ey, das wäre der Hammer. Mit zwei Trikots holen, falls ich eins verliere. Ah. Nein! Ja gut, der war aber auf jeden Fall besser als der Schuss, den ich mit ihm hätte setzen können. Dumba! Achso, ich muss ja aufpassen hier mit den Strafen. Ich darf hier maximal nur zwei haben. Rödewald! Lauf, Rödewald! Nein! Der Schlägermann von Endras. Naja, weiter geht's. Kriegen wir hin. Ist ja nur verwalten jetzt eigentlich. Aber ich will trotzdem ein Tor schießen. Aktak. Oh, er kontrolliert ihn einfach nicht. Lempel. Oh, Alter. Das war aber knapp. Oh, Joe Thornton wieder. Er tankt sich durch. Ach, schade. Wie ist denn der Joe Thornton von früher, der mal hier eine 90 hatte in der Gesamtwertung? Oh, shit. Ach komm ey, geht der vorbei. Hier noch ein Tor hier mit Tarasenko. Torwart vom Eis. Rödewald! Rödewald! Jawohl, Rödewald! Bester Mann! 3-0 Empty Net. Hammer. Wer hätte das gedacht? Komm, Dumba noch hier. Dumba macht hier noch einen Doppelpack. Nein! Warum war das kein Schlagschuss jetzt, Mann? Warum war das jetzt ein blöder Rückhandschuss? So, nochmal Dumba. Er schickt Rödewald. Rödewald! Jawohl, Rödewald! Durch die Beine! Ein Traum. Erstmal Stuck hier trinken vor lauter Stress. Guckt euch diese Kaltschnäuzigkeit von Rödewald an. Drin. Der Endras. Wuhu, durch die Beine, durch den Hosenträger. Rödewald. Wer braucht schon Connor McDavid oder Sidney Crosby, wenn man Rödewald hat? Oh, komm, Rödewald macht noch einen dritten. Connor McDavid nochmal jetzt hier. Nein! Außenpfosten. Da drüber. Na egal. 4-0 gegen die Adler gewonnen. Und Rödewald, der Mann des Spiels auf jeden Fall. Erstmal gut, wie der mit Vornamen heißt. So, 3 Sterne geholt. Sehr schön. Guckt euch das an. Einfach mal hier 1800 Münzen abgestaubt. Jack Rödewald, bester Mann.
So. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, Leute, das war's jetzt mit diesem Part von Ultimate Team. Wenn's euch gefallen hat, dann abonniert mal meinen Kanal. Denn wie gesagt, da wird's in den nächsten Tagen ganz, ganz viel NHL 19 Content auf jeden Fall geben. Schaut euch gerne auch mal die Videobeschreibung an, da sind meine ganzen Social Media Accounts verlinkt. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und natürlich auch meinen Twitch Livestream Kanal. Also gerne mal auschecken und wie gesagt, kommt gerne auf Discord vorbei, da können wir eine Runde über Eishockey quatschen, wenn ihr Lust drauf habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlasst. Ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Tag, viel Spaß mit dem Auftakt der DEL-Saison. Haut rein, macht's gut und ansonsten ein schönes Wochenende, macht's gut und ciao.